Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und das ist mein Projekt VPIN 2.0. Heute möchte ich so die meisten Fragen, die ich so bekommen habe, einfach mal beantworten. Also das wird jetzt mein klassisches FAQ-Video für mein Projekt VPIN 2.0. Die ganzen Fragen seht ihr dann nach meinem Intro. So, die häufigste Frage, die ich von euch in letzter Zeit so bekommen habe: Was ist denn dieses Loch hier? Ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Zur Not, ich blende dann vielleicht nachher nochmal ein Foto hier ein. Genau, also das Loch unter meinem DMD, das ist von meinem Blower-Fan. Ganz viele haben das ja oben drauf verbaut oder irgendwo in der Kastentür oder sowas. Ich wollte das ein bisschen mehr direkt in mein Gesicht haben, die Luft, wenn der Blower-Fan losgeht. Und dadurch habe ich mich entschlossen, das unter meinem DMD zu setzen. Werde ich da nochmal ein genaues Video zu machen, denn ich wurde echt dazu gefragt, ey, wenn du Blower-Fans hast, zeig mal wie, wo, was. Da ich das aber noch nicht so schön habe, dass ich das euch im Nahen zeigen kann, warte ich damit noch bis zum nächsten Mal. Dann die nächste Frage, die ich bekommen habe, seht ihr jetzt schon hier, das sind die adressierbaren LEDs, ob das beim Spielen stört oder so. Absolut im Gegenteil. Ich persönlich würde jederzeit, wenn ich mir jetzt einen neuen VPIN kaufen, bauen, wie auch immer, würde wieder adressierbare LEDs einbauen und die Flasher komplett weglassen. Ja? Also Flasher finde ich mittlerweile echt eklig und vor allem, ich habe das so gemacht, dass ich unter dem Backwood Trin hier die adressierbaren LEDs versteckt habe und beim Spielen, das könnt ihr jetzt leider aus diesem Blickwinkel, wie meine Kamera im Moment steht, gar nicht so sehen. Eigentlich, also ihr seht das relativ flach, eigentlich sind wir etwas höher, wenn wir spielen und dadurch blendet es eigentlich, sondern es ist wie bei einem echten, dass es dann tatsächlich da aufblinkt. Warum die adressierbaren LEDs? Hat den Vorteil eben, dass wenn zum Beispiel beim Attack from Mars sind hier oben die Lanes beleuchtet und dann blinken auch die LEDs dementsprechend richtig. Es ist viel schöner, angenehmer und es wirkt reeller. So, die nächste Frage, die ich bekommen habe, war: Nutzt du ein echtes DMD oder einen Monitor? Da muss ich etwas ausholen. Mein Plan war eigentlich, dass ich zuerst ein echtes DMD nutze, ein Pinto DMD, aber aufgrund Lieferschwierigkeiten musste ich mich dann dagegen entschließen. Es gibt einen Shop, der Pinto DMD verkauft. Ich habe es über einen Zwischenhändler bei ihm bestellt, habe im November 2017 bestellt und bezahlt, bekommen habe ich es Mitte April 2018. Das war mir dann doch eindeutig zu lange und bis dahin habe ich mir dann schon eine Alternative gesucht. Die Alternative war dann wieder auf den Monitor zu gehen, was ich mittlerweile jedem VPIN-Macher und auch empfehlen kann. Ihr seid zukunftssicherer, es ist leichter zu installieren, viel leichter zu installieren, ihr werdet weniger Probleme haben und ihr bekommt einen Monitor, egal welchen ihr nutzt. Ich habe es zum Beispiel den vom VPIN-Shop benutzt, das ist eine Lösung, die mir gefällt. Und es hat, wie gesagt, zukunftssicherer. Ja. Ob das die bessere Lösung ist, mag dahingesagt sein. Allerdings muss ich zugeben, ein echtes DMD sieht immer noch ein bisschen besser aus als der Monitor. Wobei, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, der Monitor mit den neuesten Updates kaum noch ein Unterschied. Also der Unterschied wird weniger, aber man sieht ihn noch. Gerade Retro-Feeling ist mit dem echten DMD mehr. Aber, wie gesagt, ich würde jedem, der einen VPIN baut, kauft, macht, auf ein LCD-DMD raten im Moment. Im Moment, es mag vielleicht nachher anders sein. Dann die nächste Frage, die ich sehr häufig gestellt bekommen habe, ist, was für einen Backglass-Monitor ich nutze. Und das ist der ViewSonic. Ich müsste jetzt die genaue Beschreibung, schreibe ich unten in die Videobeschreibung rein. Es ist ein 2K-Monitor. Das bedeutet nun, ich habe jetzt einen 4K-Playfield-Monitor, einen 2K-Backglass-Monitor, ein HD-Display als DMD und noch ein HD-Display unten im Abgrund. Habe ich ja schon im letzten Video gezeigt. Angeschlossen an meine GTX 1080, die ich auch im letzten Video schon gezeigt habe. Und läuft ohne Probleme. Ich habe konstante 60 FPS in allen Spielen, scheißegal welches. Also ich habe ja auch noch andere Spiele drauf als Pinball-Spiele. Als Beispiel habe ich jetzt Rocket League erst gespielt. Ich schaffe selbst in 4K konstante 200 FPS. Das juckt mein System nicht. Im Pinball habe ich alles auf 60 FPS gelockt. Empfehlenswert. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Ist mein Topper. Mein Topper, den habe ich mir gegönnt und bekommen vom VPIN-Shop. Das ist so ein bisschen Spezial unter uns. Ich habe mir das gewünscht, habe gesagt, ich möchte einen echten Topper haben. Der VPIN-Shop hat das designt und gemacht für mich. Vielen, vielen Dank dafür im Übrigen.
Es hat mich zwar etwas gekostet, aber das war mir dann egal. Ich wollte es haben. Und ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, da im Frontend das nicht so funktioniert. Aber es wird per Spiel heraus über DOF gesteuert und dementsprechend gehen die Lampen und alles an. So, dann nächste Frage war mit meinen Speaker-Panels. Ja, diese sind auch beleuchtet. Ich habe meine Lautsprecher auch per DOF beleuchtet. Das heißt, wenn ich im Spiel etwas treffe, werden auch hier Lichter angesprochen. So, dann die Frage, die ich im Moment am häufigsten bekomme, sind: Gibt es diesen Tisch auch schon in 4K? In meinem ersten Projekt VPN habe ich mal gesagt, im Moment lohnt sich es noch nicht, auf 4K umzusteigen, es gibt kaum Tische. Das ist jetzt fast 1,5 Jahre her, ungefähr. Und seit Ende 2016 ist so ziemlich jeder Tisch, der rausgekommen ist, in 4K. Außer er hat den Namen 4K und einen bestimmten Tischautor, Hannibal, im Namen, dann ist das kein 4K, sondern ein Fake 4K, also hochgetrimmtes. Aber ansonsten ist eigentlich so ziemlich jeder Tisch, den es in Visual Pinball gibt, auch 4K. Visual Pinball ist ein gutes Stichwort. Da werde ich immer wieder ganz oft gefragt, oh, Installationsanleitung. Wie gesagt, mein Video, wo ich dazu gemacht habe, ist mittlerweile auch schon wieder veraltet. Ne? Deswegen sage ich immer den Leuten, lest mein FAQ, das ich schriftlich niedergeschrieben habe. Ich empfehle euch auch nur dieses FAQ im Moment. Alle anderen, die ich bisher gelesen habe, sind entweder veraltet oder falsch. Mein FAQ ist immer up to date. Ich versuche es zumindest immer up to date zu halten. Ihr könnt mich natürlich auch jederzeit anschreiben. Ich werde es dann versuchen zu ändern, oder wenn ihr konstruktive Kritik habt, werde ich auch versuchen, das zu machen. Ansonsten, dieses FAQ findet ihr entweder im flippermarkt.de Forum oder in unserer Facebook-Gruppe Visual Pinball Junkies, der ich euch echt ans Herz legen kann, wenn ihr mit dem Thema Visual Pinball was anfangen könnt. Dort findet ihr immer die aktuellsten News, die aktuellsten Tische, die aktuellsten Sachen werden dort geteilt, die aktuellsten Projekte. Dort sind nicht nur anderem ich drin, da sind auch viele andere Leute drin, sei es Hardware wie Software, da sind Tischentwickler dabei und. Bedenkt, es ist eine englischsprachige Gruppe, eben aus dem Grund, weil Visual Pinball international ist. Also eine rein deutsche Gruppe würde uns alle nichts bringen, denn dann würden wir gleich viele, viele Leute ausschließen, die kein Deutsch können. Als beispielsweise wären das jetzt Entwickler von VPNMAME, Tischentwickler, beispielsweise aus Italien, Amerika und, die können kein Deutsch, die würden nicht kommen. Deswegen sind wir Englisch. Ich glaube aber, die meisten können mit ihrem Schulenglischen sehr gut mithalten, auch ich. Mein Englisch ist auch nicht gerade perfekt, aber selbst ich schaffe es, so verständlich zu sein, dass die meisten Leute es verstehen. So, dann die nächste Frage, die ich bekommen habe: Was kostet mich die Kiste? Oder was hat sie mich dieses Mal gekostet? Dieses Mal bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen und habe mich in die Vollen gewagt und so ziemlich alles, was es ging, gekauft. Ich habe auch dieses Mal relativ wenig selber gemacht. Außer die Software und den PC. Alles andere habe ich mit meinem vpnshop.de gekauft, beziehungsweise das heißt .com. Und ja, ich habe dann halt, sagen wir mal, etwas mehr bezahlt als bei ihm das höchstpreisigste, was er im Moment anbietet. Also ihr nehmt einfach von ihm das Beste und legt nochmal etwas drauf für die Extras, die ich haben wollte, wie Shaker, Gearmotor, Blowerfan, Chime und. Und dieses ganze Extra-Zeug hat halt den Preis nach oben getrieben. Ich persönlich habe mir das einfach gegönnt, das ist für mich so mein Hobby, das wollte ich unbedingt haben. Nächster hat halt als beispielsweise im Keller eine Märklin-Eisenbahn stehen, wo auch 10.000 Euro kostet. Ja, jeder hat sein Hobby, das ist meins, das habe ich mir gegönnt. Hat zwar Probleme mit meiner Frau bekommen, aber egal, so ist man halt. Dann, ihr seht es gerade, nächste Frage: Pin-Up Popper, wurde ich ganz, ganz oft gefragt, welches Frontend kannst du mir empfehlen? Hilf mir mit Pinball X. Ich bin mittlerweile von Pinball X komplett weg. Ich bin nur noch reiner Pin-Up-Popper-Nutzer. Liegt einfach daran, Pinball X ist langsam, verbuggt, hat immer wieder Probleme bei mir gemacht. Cloud Community Stuff, auch meine Sache haben sie einfach ohne mich zu fragen wieder hochgeladen. Und vor allem, ich hatte immer wieder Probleme, dass es mir die Listen zerschossen hat oder irgendwelche anderen Sachen. Ich war bei Pin-Up-Popper Beta-Tester. Ich war da unter anderem. Mitentwickler ist das falsch. Ich habe halt viele Features gewünscht, die danach tatsächlich im echten Frontend dabei sind. Ich kann Pin-Up Popper jedem, der einen VPIN bereits hat oder vorhat, sich zu bauen, nur empfehlen. Es ist eindeutig meiner Meinung nach das bessere Frontend. Tische auswählen geht leichter, alles machen ist leichter. Also muss man hier einfach in irgendeinem Ding drin. Man kann Videos aufnehmen ohne Probleme, Media hin und her schieben und. Ich habe es in meinem FAQ reingeschrieben, eine komplette Installationsanleitung. Wenn ihr Fragen zum Frontend habt, ist da drin. Ansonsten, ich werde dazu kein eigenes Video machen, das ist nämlich zu aufwendig. Ich weiß es vom Terry Red, der hat ein englischsprachiges gemacht, das saß, glaube ich, bald 2 Stunden dran, hat nur das Frontend erzählt, das wäre einfach zu lange.
Lest lieber das FAQ durch. Es gibt es in Deutsch und in Englisch. Habe ich beide geschrieben. Lest es durch. Schaut die Videos von Terry. Ich kann euch dann auch nicht mehr viel mehr erklären. Das ist 90% des Wissens habt ihr dann schon. Soll es dann irgendwelche Spezialsachen geben, könnt ihr jederzeit entweder auf vpinball.com nachfragen oder besser dann in der Pinup System Gruppe in Facebook nachfragen. Das hilft euch viel, viel mehr. Das seid ihr viel schneller. Und. Ich weiß, es gibt nicht alle Facebook-Fans da draußen. Zur Not schreibt mich an, am besten entweder über Facebook, ich weiß, oder im Flippermarkt-Forum, wenn ihr was zum Flipper wissen wollt von mir. Da bin ich am häufigsten. Wenn ihr mich in anderen Foren anschreibt, da bin ich zwar immer wieder drin, aber ich lese es oft gar nicht, was da steht. Sorry, aber es ist so. Es kann auch mal sein, dass ich eine Antwort einfach öfter schreibe. Der Rest von meinem Innenleben, vom Flipper und so, kennt ihr ja von den letzten Videos. Das wurde ich nämlich auch gefragt, was ich jetzt tatsächlich verbaut habe. Ich habe alles, was ihr im DOF Config Tool findet, verbaut. Ich habe drin Shaker, Gearmotor, Blowerfan, Solenoids, Lichter und also alles, was technisch möglich ist, ist drin. Und dann wurde ich auch gefragt, oh, Bambi, was hältst du von Surround Sound Feedback, aka Poor Man's Dorf? Und ich persönlich halte davon gar nichts. Ich habe es getestet, mir gefiel es nicht, es fühlte sich falsch und klang falsch an. Ich kenne ganz viele von euch, die finden es ganz toll und. Ich persönlich würde es nicht einbauen. Erstens, der Stress war mir zu viel und vor allem der Kosten-Nutzen-Faktor. Kosten tut es relativ wenig. Ich habe die Visaton-Lautsprecher genommen, die waren relativ teuer, aber der Nutzen war einfach gleich null für mich. So, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich jede Frage beantwortet, die ich in letzter Zeit bekommen habe, zumindest die ich noch aus dem Kopf weiß. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch bei mir, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es in die Junkies-Gruppe oder in den Flippermarkt-Forum rein. Ansonsten, das ist mein Projekt VPIN 2.0. Ich bin nun fertig. Also eigentlich, was noch fehlt, ist halt die Software, wie immer. Wird man nie fertig, aber Hardware ist jetzt definitiv fertig. Ihr habt es in den anderen Videos schon gesehen. Ich nutze den Pin Control 2, der funktioniert einwandfrei. Mein PC funktioniert einwandfrei. Alles, wie es soll. Ansonsten, ich bin jetzt raus. Ich bin euer Bambi Plattfuß. Bis dann. Ciao.